Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boing. Wir sind jetzt zusammen mit dem Firefox und spielen Left 4 Dead 2. 2, genau, hallo. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen verkackt. Ein bisschen. Das lag aber daran, weil die Entwickler uns einfach keine Munition gegeben haben. Nur deshalb. Na, oder Medipacks. Weil es tatsächlich ein Spiel, wo man noch Medipacks einsetzt. Ja, aber nicht einfach mal so über Medipacks rüberläuft irgendwo und die einsammelt, sondern die gibt's ganz selten. Kopfschuss. Was macht er denn hier? Weiß ich nicht, der hängt mit dem Kopf durch die Wand. Boah, krass, ich hab dir den Rücken weggeschossen. Das sieht ja geil aus. Guter Schuss. Okay. Guter Schuss. Jetzt geht's schon wieder los hier. Also wir brauchen gleich eine Kettensäge, das haben wir schon festgestellt. Und ich habe mir vorsorglich den Granatwerfer mitgenommen. Ich muss mehr mit der rechten Maustaste arbeiten. Nahkampf. Ja, ja, ich nehme jetzt hier Maschinengewehr. Okay, ja. Dann müssen wir jetzt gleich hier rüber wieder. Bist du dann da? Ja, okay, da ist die... Genau. Warte. Tja, nix da. Save ich, me. Ich nehme den Molotow mit. Everything is possible. Mit dem Molotow könnten wir uns den Rücken frei halten, wenn wir laufen. Yeah. Nachher. Gleich kommt die Kettensäge. Ist eine taktische Shotgun? Nö, ich hab hier den Granatwerfer. Okay, super. Der ist gleich hier irgendwo unter der Treppe, genau da. Ah ja, hier unten. Die darfst du dann halt erst nur nicht benutzen, weil. Aus Gründen. Nee, hier ist nix. Nee? Nee, hier unten ist jetzt Boomergalle. Schlecht. So. Dann müssen wir es ohne machen, oder? Ja, das kriegen wir hin. Das wird so lustig. Das wird so lustig. Was haben wir hier hinten? Hier haben wir Munition auf alle Fälle. Nachladen. Munition! Ich hab schon alles. Okay, na denn. Warte mal. Hier sind Waffen. Okay, was alles ist? Gut. Alles gut. Okay, dann machen wir die Tür auf hier. Natürlich ist der auf mir geplatzt. Ja, und auf mir auch. Stehen bleiben, nicht bewegen. Scheiße! Okay, ich habe ein Problem. Ich bin fast tot. Geil, echt. Ich hab eine Heilung. Geil. Ich auch. Okay. Ich heile mich mal eben. Gib mir Deckung, muss mich verarzten. Achtung! Und ich nehme die Boomerkotze mit. So, weg mit dir, Bleding! Das war aber immer noch, der Alarm ist immer noch nicht aktiviert. Wir müssen, der kommt erst. Er kommt erst bei der Tür und die müssen wir diesmal kaputt schießen. Okay, hier ist nichts, was uns angreifen könnte. Weiter! Ja, hier noch in den Toiletten vielleicht. Ja, ich guck lieber nach. Ja, dann gehe ich in die andere Toilette. Hier ist clean. Hier ist. Ich putze mir aber auch ruhig. Das geht okay. Nicht hier rum. Hier lag irgendwas rum, hat der Typ eingesammelt. Shit. Hier sind Schmerzmittel. Okay, Painkiller, nehme ich mit. Adrenalinschuss. So. Ja, dann. Mist, hier ist irgendwo eine kleine Witch. Öffnen Sie den Notausgang. Geht hier der Alarm los. Okay. Sollen wir jetzt sofort nach oben rennen? Sofort, so wie es geht, nach oben. Wo ist denn hier? Andere Seite, andere Seite. Okay. Läuft. Scheiße, falsche Seite. Ich bin in der Nähe. Achtung.
Mein Gott! Hast du den schon? Aua! Hast du? Ja, der gedrückt ist der Knopf. Oh, da kommt noch was. Boah, geil. Boah, Boomer. Oder Charger. Oh, ja, 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 ja. Was ist das hier für ein Massaker eigentlich? Tun wir erstmal das Medipack. Aber das haben wir doch souverän gelöst, oder? Ja, wenn man weiß, was man machen muss. Dann nehme ich mir jetzt erstmal ein Gewehr. Super, Waffen. Super, Waffen. Waffen, Hast du auch ein Waffeleisen? Ja. Hier geht's, glaube ich, theoretisch weiter. Okay. Ja, was ist das hier hinten? Braucht jemand Pillen? Jo. Sehr nützlich. Achtung! So, haben wir! Leg dich nicht mit so an. Boah, was war das denn? Das so wie mit der Ehre mich, so der dich. Ja. Lade nach! Lade nach! Lade nach! So. Oh oh. Charger. Oh, sind da viele Zombies. Warte, ich hab einen Flammenwerfer. Ja. Alles klar, geil. Beeil dich. So. Ja, das macht gut Bums, ne? Ja, das ist okay so, ne? Ein Hunter. Super Schuss. Okay, jetzt kommen sie wieder. Ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich geheilt wäre. Halt, Leute, muss mich verarzten. Ja. Wir passen schon auf. Achtung. Mitten im Battlefield heile ich mich einfach mal. Ja, ja. Warum auch nicht? Übrigens, jetzt können wir es ja sagen, wir wollten eigentlich Battlefield Hardline spielen im Koop, aber irgendwie gibt's das gar nicht so im Koop. Hilfe, ich sterbe hier. Danke. Ich hab dich gerettet. Ja, das hat sich dann im Nachgang rauskristallisiert, dass es eine Koop-Kampagne da nicht gibt. Ja, aber warum steht denn da Koop? Tja, wahrscheinlich Koop, weil normales Multiplayer. Ach so. Ja. Ich habe hier ein mittelschweres Problem. Mittelschwer ist gut. Muss laden. Schau mir jetzt Schmerzmittel rein. Mach das, mach das. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Nach oben. Ach da. Versuchen wir mal uns nicht gegenseitig umzulegen, okay? Genau. Ah! Scheiße, scheiße. Was gehst du denn runter? Scheiße. Was machst du? Ich komm wieder nach oben, ne? Komm her, ich heile dich mit meinem letzten Medipack hier. Darf ich dich heilen? Komm. Ja, ich komm her. Du komm her. Lade. Du komm doch. Und? Halt durch. Du siehst aber auch nicht so gut aus, ne? Ja, ja, aber... Also ich meine, du siehst schon gut aus, aber so ja, gesundheitstechnisch. Nicht. Ja, ja, ja. Oh Mann. Kann nicht von rettet oben. Uns keiner. Nö. Nur wir uns selber. Genau. Was, Hunter? Hast du meinen Triggerfinger gesehen? Oh boah. Ja, der war echt super. Ja, riesig. So, ich... Ah, da hinten! Ziel! Schutzraum! Ziel. Schutzraum! So, rein mit uns hier. Komm rein, Alice. Oh, das geht so dermaßen ab. Ja, wenn man weiß, wie es geht, dann geht's, ne? Ja, das stimmt. Tankschlechte Abwehr, wow. Mensch, bist ja also richtig, hui. Tja. Ja, das kann sich sehen lassen. 1214. Ui, Superkiller hat die meisten besonderen Infizierten getötet. Mhm. Gut. Hier gibt's. Jimmy Gibbs. Scheiße, den haben wir verpasst. Dieser was? Apokalypse fängt an, mich zu nerven. Oh. Jetzt ist die Frage, so. Sollen wir jetzt hier. Ich meine, wir spielen noch nicht lange genug, ne?
Nee. Hier, das müssen wir jetzt irgendwie anders taktisch lösen. Genau, taktisch lösen heißt, wir spielen jetzt hier ganz schnell durch diese Episode. Guck mal hier oben. Where is Ceda? This is not a flu, get out while you can. Don't believe the signs. Washing your hands won't help when they attack you. Das ergibt Sinn. Ja. Was steht hier? Hier ist Liberty Mall presents Racing Legend Jimmy Gibbs Jr. Ja, und hier steht Gamers for Croydon. Oder Craydon? Gamers for Craydon? Croydon? Keine Ahnung, was das sein soll. Was auch immer. Construction Area Hardheads required. Required. So. Required. Hier sind wieder Klos. Du rechts, ich links. Jo. Toll. Ich hab das Zombie-Klo. Ich hab auch Zombies im Klo. Ich träume schon wieder ganz schwer davon. Von Zombies auf dem Klo, oder was? Ja, ja. Ganz toll. So. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Nee. Nö. Geht keiner ran. Sind wir immer noch im Einkaufszentrum? Was ist denn das für ein Einkaufszentrum? Ein ziemlich untotes. Oh, ach, das ist das. Das stimmt wohl. Oh, oh, das war die böse Mission. Ja, das erinnert. Ach, wir müssen da nämlich irgendwas mit dem Auto machen, auftanken, ne? Genau. Oh ja, das wird sehr lustig. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Hm. Das wird spannend. Wollen wir mit Fahrstuhl fahren? Okay. Ja, wa? Hat jo. Einer hier einen Plan? Nö. Ich hab eine Idee. Ihr habt doch die 13 Sprit. Von wegen Foto mit Jimmy Gibbs Rennauto. Also, das Ding ist hier. Wir müssen es nur finden und schon haben wir ein Fluchtfahrzeug. Da ist doch das Auto. Hm. Ja, das wird easy. Es ist ein Plan. Ob er gut ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Plan. Ich hoffe, die sammelt auch. Leer. Bevor wir hier abdampfen, müssen wir erst tanken. Sobald die Türen aufgehen, rammelt ihr los und sucht Benzin. Ja. Hey. Wir brauchen Benzin. Warum schießt ihr auf mich? Ey. So. Oh, da ist schon der erste Sprittank voll. So, wo ist der nächste? Keine Ahnung, ich geh einfach mal nach oben. Warum ist Nick schon tot? Komm schon, komm schon! Alter, die Dinger hier oben sind ja übel. Ich helfe mal Nick hoch. Mich verfolgt hier niemand, aber ist okay. So. Lade nach. Bist du so weit, ja? Ja, keine Ahnung. Ich gehe einfach nochmal hier nach oben. Dann haben wir da oben die schon weg. Solange hier noch keine Zombies kommen. Okay. Ja doch, kommen schon ein paar, aber... Aua! So, dann hole ich den letzten von der dritten Etage. Ja, clever wäre es natürlich, wenn wir erstmal von ganz oben anfangen, wa? Ja, ist doch ganz oben. Ja, nee, ich nicht. Ja, hier hinten sind auch noch welche, da kannst du auch mal was holen. Oh, scheiße. Ich will den nächsten. Support, I need support. Hier ist Munition unten liegen. Ja. Ich würde dann einfach nochmal nach oben rennen. Beim Einfüllen. Okay, 5. Ich renne nochmal nach oben. Boah. Ich gehe zur anderen Seite. Okay, wo sitze? Da. So. Oh nein, 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 nein. Mann. Bei euch scheint echt eine Party zu sein, ne? Scheiße! Nein, alles gut. So, ich hole dann den letzten von oben. Okay. Ich glaube, dann dürfte da oben keiner mehr sein. Oh, 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 ein Dicker, ein Dicker. Ja, macht ihr mal da. Ich hole Benzin. Au, 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 au. Nein! Ich werde an eine Strippe gezogen. Hilfe! Scheiße, Hilfe! Der Benzinkanister ist kaputt. Hilfe! Mist. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, mir hilft keiner. Ich komme.
146, 124, 80, 58, 36. Bist du befreit? Ja, ja, befreit von Geist und Seele. Na toll. Da war alles. Da war der ganz dicke und der da, der gerade auf dich einhämmert. Ja, hat ja keinen Sinn hier. Na toll. Nee. Du kannst doch natürlich probieren. Hinter dir. Hinter dir. Ach, wir waren so gut dabei, ey, ehrlich jetzt. Was soll das echt denn? Aber na toll. Jetzt, genau, und so erging es mir auch. Du stirbst, glaube ich, ne? Sehr lustig. Wir probieren es gleich nochmal. In der nächsten Folge. Oder doch? Ja, doch, in der nächsten Folge, damit wir hier einen vernünftigen, sauberen Abschluss bekommen. Nein. Sorry für die 16 Minuten, aber ich denke mal, sie waren sehr actionreich, oder? Definitiv. Ja, definitiv. Nein, aber es, wir fangen ja jetzt die Mission nochmal an und dann machen wir halt das nächste Mal, bis wir es geschafft haben. Bis wir weg sind, so ungefähr, ne? Ja. Na gut. Ich überlege gerade, ist die Schrotflinte hier für die Massen vielleicht besser? Was hast denn du gerade für eine Waffe? Ich hab die M1 hier, ne? Also. So. Ich glaube, ich nehme die Schrotflinte. Okay, dann nehme ich die auch. Weil die eine Streuwirkung hat. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und gute Nacht. Genau. Tschüss.